Jo, meine lieben Fortun, willkommen zurück zu FIFA 20. So, wir gehen straight durch, gleich im Spiel mit Schalke, dass wir gewinnen werden. Richtig, mit 3 zu 1. Wir sind im Jahr 2032. So, jetzt kommt das Rückspiel gegen Juventus, das im Grunde easy laufen sollte. Wir haben 3 zu 0 in der Fremde gewonnen. Ich gehe aber auch von einem Sieg definitiv aus mit dieser Mannschaft. Ja, 2 zu 0 gewonnen. Damit sind wir im Halbfinale der Champions League. Yay. Meisterschaft sieht auch noch gut aus. Wir sind 9 Punkte vor Chemnitz. Was war denn zuletzt dran für eine Gruppe? Leider ist es natürlich nicht so besonders. Ja, Voss ist gut. Voss haben wir, glaube ich, einen Hofstetter, Chevalier, Charpentier und Tö. Das heißt, wir haben die neue Gruppe zuletzt gehabt. So. Ja gut, Mercier macht auch nochmal einen Punkt gut. Molina Tornero auch. So, geänderter Spieltermin. Düsseldorf gegen Frankfurt. Und ich bin gespannt, gegen wen wir Dings spielen. Atletico, wenn ich mir das Ding da schon angeguckt habe. So, erstmal gegen Dortmund. In der Bundesliga. 2 zu 1 gewonnen, sehr schön. Und jetzt kommen wir nämlich noch gegen Dortmund im DFB-Pokal. DFB-Pokal ist reines Glück, weil da entscheidet die Mannschaft selbst, wie weit wir kommen. Wäre natürlich schön, ein Triple wäre natürlich wunderbar. Ach, jetzt nervt er hier. Du bist ein Vorbild. Aber ich lasse dich trotzdem nicht spielen. So. Halbfinale gegen Dortmund im DFB-Pokal. Wieder auswärts. Gewinnt diesmal 2 zu 0. Gut, dann wäre im Finale. Ich möchte sie nicht ärgern. Deine Spielzeit ist keine Priorität, Waldschmidt. Du bist jetzt auch nicht wirklich jemand, wo man permanent sagen müsste, ja, wegen dir sind wir jetzt so weit gekommen und so. Klingt böse, aber ist eine Tatsache. So, 3 zu 1 gegen... So, wir spielen Chemnitz im Halbfinale, alles klar. Sehr schön. Ist ein bisschen bitter, ja, aber... Konkurrenz ist hart, so. Sehr schön, gegen Chemnitz, alles klar. Wäre schön gewesen, im Finale gegen sie anzutreten, aber so. Danke, dass Sie alle da sind. So, ich würde dann jetzt hat die Leistung der Mannschaft beeinflussen. Profis. Heimspiele sind immer gut. Leute, wird das Moral von Team beeinflussen. Die Jungs haben klasse gespielt. Und. Da bin ich dabei. Das ist prima. Das war Fortuna. Irgendwie kommt das immer jetzt bei jeder Pressekonferenz vor, kann das sein? Oh, Burkhardt ist K.O. Ich glaube, ich werde Burkhardt heute mal schonen. Ich werde Muringen spielen lassen. Und wir holen mal Waldschmidt mit rein. Das war schade, aber wie gesagt, Burkhardt ist ziemlich K.O. So kriegt Muringen sein Start-Elf-Debüt, sein Start-Elf-Debüt und Waldschmidt vielleicht nochmal sein Pokal-Highlight. Aber wir spielen daheim. Ich bin sehr jetzt gespannt auf die Mannschaft von Chemnitz, natürlich. Wir spielen daheim. Zwei deutsche Mannschaften gegeneinander. Bravo.
So, das ist natürlich unsere Ausstellung. Wie gesagt, Moringen, heute als Burkhardt-Ersatz dabei. Und jetzt kommt noch die Chemnitzer. Da sind sie. Unsere Mannen. Chemnitz sind natürlich noch einige alte Gesichter dabei. So, Chemnitz. Ja, Martin auf der Bank. Warum? Sila, Kasche ist gleich drin, Adams, Jackson, Pinamonti, Ayasha. Ayasha sogar mit drin. Okay, das ist aber nicht wirklich die erste Mannschaft, wenn wir ehrlich sind. Adams, ja, so. So natürlich auch. Warum Korosec nie festhält? Das ist so. Ach man, Leute, läuft doch mal. Gott, Chavez ist im Fokus. Auch so. Ich habe zwar kurz gedrückt, aber. Alter! Das ist kein Foul. Er wird da hingespielt wie so ein Tischtennisball. Kein Foul. Also manchmal, ne? Oh, was ist denn das für eine Scheiße? Also tut mir leid, wenn ich jetzt gerade sage, aber gerade spielen sie wieder Scheiße zusammen hier, unsere Leute. Alter, ist das ein fucking Ernst? Lauf, beweg dein Arsch, Castro. Das nervt mich auch mal, dieses massive, mega lange Auslaufen, das wir haben müssen. Klar, lauf vorbei. Wunderbar. Das war wunderbar. Cupido hat das auch richtig seinen massigen Körper eingesetzt. Finde ich gut. Er hat ja nun mal auch die Masse, ne? Na, kam leider nicht durch zu Opa. Sehr schön. Da haben wir Mooningen wieder. Mann, Castro.
Ja, auch. Castro und Katsche sind da beide am Kopfball. Während Castro da irgendwie noch sich 10 Jahre fangen muss. Was ich sagen wollte, während Castro da irgendwie 10 Jahre irgendwie zurückdrudert und so, weil er Kopfball gemacht hat, ist Katsche sofort da. Ja, das war nix. Was hatten sie noch gesagt irgendwie? Das dynamische Potenzial läuft nur bei Dings, ne? Bei der eigenen Mannschaft, nicht bei den Gegnern. Und das ist, glaube ich, das, was auch so schade ist. Das muss natürlich auch noch umgestellt werden, so. Ich würde Castro jetzt sogar mal rausnehmen, nicht ganz ehrlich. Und wir lassen tatsächlich mal Waldschmidt spielen. Damit er zu seiner seinem Spiel kommt und uns nicht mehr nervt. Sehr schön hier mit Aubert. Ich habe zwar gepasst, aber wofür drückt man den Knopf, ne? Wahrscheinlich, um ihn lieb zu haben. Man drückt die Knöpfe, um ihn lieb zu haben. Nö. Interessiert mich nicht, ob Kamara wechselt. Das ist ein Spieler, der wäre zu Chemnitz gehört noch zu Düsseldorf. Sehr schön. Hoffmann hier. Ah, bisschen weit, aber. So hier. Ein Korosec, der wie immer nicht fangen kann. Ich habe keine Ahnung. Ob der das nochmal jemals hier in seiner Karriere lernt, ich weiß es nicht. Ich kann nicht mal den Ball. Man könnte über permanent meckern hier. Bei diesem oftmals sehr unlogischen Ding. Sehr schön, zack. Oh! Latte. So, Munningen kriegt. Und Ayasha geht bei denen auch raus. Und da kommt. Ich weiß es nicht. Und bei uns geht Munningen raus. Hat super gespielt heute für Burkhardt. Muringen, meine ich. Muringen. Und GG kommt. Murphy. Ah ja, stimmt, Murphy spielt er ja noch. Oh, wieso noch? Ich glaube, er hat mir damals da wieder hingetauscht gehabt, ne? Weil ich erinnere mich, dass wir Kelly und Murphy hatten.
So, noch eine Auswechslung. Marzen geht raus, Ortega kommt rein. Marzen. Das heißt, die haben jetzt gerade die Innenverteidigung nochmal wieder verstärkt. Warum auch immer. Ich meine, die liegen 2:0 zurück. Bums. Bums. Da haben wir Murphy. Kann sein, dass wir Murphy irgendwie damals getauscht haben oder so. Was war das denn? GG. Nö, Adams. Schulz. Schulz musste auch in große Fußstapfen treten. So, und noch ein Wechsel. Schulz geht raus und Waman Guituka kommt rein. Und wir wechseln auch. Kata kriegt seine Pause, den er 91 mittlerweile hat. Und Greischer kommt rein. Ja, schön, jetzt geht's hier mit Santiago nach vorne. Aber Ortega ist da. Gut abgefangen. Und Hoffmann ist auch wieder. Oh, sehr schön von GG. Der sich da mal eben so die Taktiken des Gegners bedient. Leider. Das war's. 2:0, den haben wir jetzt gewonnen. War ein nettes Spiel wieder mal. Jo. Oh, verdammt. Arschloch. Damit gehen wir auch wieder mit einem guten Vorsprung ins Rückspiel gegen Chemnitz. Guten Tag. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Kein Ding. Und dann habe ich die 2 Tore versprochen. Von Verein. Ah, wir müssen konzentriert bleiben, ist klar. Ist richtig gut drauf. Er hat alle Hunden verdient. Hör und Pop. Zweiten Spiel. Verdienter Erfolg. Vielen Dank für diese. Kein Ding. So. Ich dachte, das war schon, aber dann geben sie mir noch eine Chance, Boss, ihnen was zu zeigen. Du musst dich erst noch beweisen, ist gut. hört meine Karriere auf. Muss ich erst noch beweisen. So, dann wollen wir die Gruppe mal reinschmeißen. Platte Wöth macht wieder einen Punkt. Während Castell leider einen Stillstand hat. Und dann Charpentier. So, dann wollen wir mal gucken, wie das Rückspiel gegen Chemnitz läuft. Es kommt sogar gleich instant. Okay. Yeah. Zum Ende der Saison werden natürlich auch alle älteren Jugendspieler angucken. Die wir rausholen, dann verkaufen, verleihen. So. Das Rückspiel gegen Chemnitz. So, dann. Erstmal hier. Was ist auf der 70? Sehr schön. Da, also müssen wir natürlich gucken, welche Spieler auch noch zurückkommen, ne? Nein, keine Post. Jetzt aber das monatliche Scouting. Ja, Aua sieht noch was aus, ne? Auch ein Torwart wieder. Jetzt kommen die Torwerte wieder alle. Was haben wir hier? Stucki. Luis Stucki sieht gut aus, aber auch ein Point ist einfach 89, also nee. Nein. Und dann natürlich die Franzosen. Da haben wir wieder Charpentier.
der was sein könnte. Aber nein. So, dann gucken wir mal, wie das Rückspiel läuft. Aber erstmal mal natürlich die Pressekonferenz. Wir wollen unsere Mannschaft ja ein bisschen ermutigen. Willkommen zur Pressekonferenz. Wir sind nun bereit für Ihre Fragen. Das sah fast mühelos aus. Sieg. Die Jungs haben klasse gespielt. Aber bin dabei. Das ist prima. Viva Fortuna. So, kommt Leute. Burg hat es auch wieder mit dabei. Oh nein. 1:0 zwar gewonnen, aber Korosec hat sich verletzt dabei. Oh, bitte nicht zu lang. Und jetzt müssen wir natürlich in der Liga noch gegen Chemnitz. Oh, wieder 6 Wochen. Ach, Mann. Ich meine, ja, Römmling hatte sich bisher nicht gut dabei geschlagen und so, aber das ist trotzdem so. So. Und das dritte Spiel gegen Chemnitz geht unentschieden aus. 1:1. So, Leute, ich beende die Folge für heute. Ihr schmeißt einen Daumen rauf. Denkt natürlich auch an das Abonnieren, ne? Und beim nächsten Mal stellen wir uns dann dem Finale der Champions League und schauen, ob wir nächstes auf unsere Karriere bei Düsseldorf beenden oder ob wir uns nochmal einen neuen Verein suchen. Also, bis dahin. Ciao, ciao.